Leute, bevor das Video gleich richtig losgeht, ich zeig euch jetzt mal, warum ich dieses Video mache. Guckt mal, unter dem Video, unser erstes Date mit Axel, haben zwei Leute solche Kommentare geschrieben mit so vielen Likes und haben angezweifelt, dass ich das wirklich bin in dem Video. Und das fand ich nicht so schön. Deswegen mache ich jetzt dieses Video, damit das klar ist, dass ich hier kein Belüge und da kein Fake-Axel hingestellt habe. Und ach ja, hier übrigens noch hat ja schon recht die Person, weil es ist nicht der echte Axel mit kleinem a, sondern es ist der echte Axel mit großem a. Er oder sie schreibt es richtig, das ist vorbildlich. Ich habe übrigens alles hier auch weggemacht, alle Namen und Bilder, damit ich hier nicht im Gefängnis lande. Ich soll auch weiterhin gute Videos machen, ne? Das wollt ihr ja. So. Und jetzt geht das Video richtig los. Hallo Leute, hier ist der YouTube-Megastar, Axel Afriku. Ja Leute, ich habe jetzt einen Nachnamen, Afriku, so wie das Land, nur mit U. Also ich werde meinen Channel-Namen nicht ändern, aber... Ja, aber ich heiße halt so, jetzt wisst ihr, wie ich heiße. Folgendes, ich würde da nie irgendwie jemanden als Axel hinstellen, der dann Videos für mich dreht. Nee, das ist irgendwie. Das ist mega scheiße, so. Wenn jemand sich als dich ausgibt, weiß nicht, nee. Also ich mache alle Sachen selbst. Und das war ich auch selbst. Und ich habe ja halt Beweise. Zum einen, es gibt halt die unverpixelte Version von meinem vorletzten Video. Das heißt, wie hieß das? Gewalt in unserer Beziehung, Streit eskaliert. Da habe ich ja mein Gesicht verpixelt. Da gibt es natürlich auch die unverpixelte Version von. Hallo meine Süßen. Die könnte ich euch jetzt einfach zeigen, aber dazu bin ich noch nicht bereit. Denn ich zeige mich ja noch nicht ohne Maske. Außerdem haben wir ein Video gedreht, das geht fast 10 Minuten komplett ohne Maske. Also, wenn ich irgendwann die Maske abnehme, dann kann ich das einfach hochladen. Bis dahin kann ich euch diese ultimativen Beweise noch nicht zeigen. Aber ich habe andere Sachen, nämlich ich habe einfach mal dieselbe Maske wie im Video an, dasselbe Namensschild. Dieselbe Mütze, die anderen Klamotten zeige ich euch gleich. Ah ja, das war dieselbe Maske wie im Gewalt in unserer Beziehungsvideo. Und das habe ich auch in der Beschreibung verlinkt. Außerdem, oh, unser erstes Date mit Axel auf Annikas Channel habe ich auch verlinkt. Da hatte ich ja diese Maske. Warte, falsche. Da hatte ich ja diese Maske an. Und mein Papa, der hatte diese Maske an, ja? Habe ich exakt. Die Maske, das sind dieselben Masken. Die habe ich halt wieder mit nach Hause genommen. Jedenfalls, guck mal, guck mal, guck mal. Ich habe auch denselben Pullover. Und Man sieht hier auch am Ende vom Gewaltvideo, wie am Ende noch das hier rausguckt. Unten. Ich habe dieselbe Unterhose. Ja. Die sieht man nur einmal ganz kurz. Ich habe dieselben Socken hier mit dem Muster. Dieselbe Hose. Hose, Hose, dieselben Gürtel, Gürtel und ja, Mütze hier mit Schriftzug. Und in einem Video hatte ich noch Sue an, in dem Date-Video genau, da hatte ich noch diese Sue an. Habe ich auch hier. Also, das war wirklich ich in den Videos. Und falls ihr mir immer noch nicht glaubt, irgendwann kommt halt der ultimative Beweis, nämlich die unverpixelte Version und das Video komplett ohne Maske mit den beiden. Also, ja. Oh, Leute, ich muss hier noch was zwischendrin drehen, was ich jetzt reinschneiden werde. Nämlich im Video Gewalt in unserer Beziehung. Hatte ich ja noch eine Kapuze auf die ganze Zeit hier. Guck mal. Oh, jetzt geht hier alles durcheinander. Oh, jetzt geht hier alles kaputt. Da hatte ich ja noch eine Kapuze auf. Aber die habe ich jetzt eben nicht aufgehabt, weil das ist ultra heiß hier drunter, Mann. Habt hier an der Seite Klopapier, hier eine Kapuze, hier noch die Mütze, die Maske, dann halt die Klamotten noch. Und das war mega heiß und dann bin ich auch verschwitzt. Das heißt, die Maske hier, seht ihr, wie gewellt die ist hier oben? Sieht man das überhaupt? Das ist alles weiß. Also hatte ich das in diesem Video nicht so gemacht. Ja, Leute, hier noch ein Outfit. Ihr guckt hin. Die Augen waren so mehr so wahrscheinlich.
Und ja, das Hemd sieht ein bisschen anders aus als im Originalvideo. Das Originalvideo ist jetzt auch in der Beschreibung verlinkt. Und ihr habt jetzt gerade wahrscheinlich einen Ausschnitt gesehen. Falls gerade nicht, dann jetzt. Und da sieht das Hemd viel dunkler aus, weil die Beleuchtung war anders und ich war weiter weg von der Kamera. Dadurch hat man nicht gesehen, dass hier eigentlich so ein Muster drauf ist. Je weiter man weggeht, desto weniger sieht man dieses Muster halt. Und ja, aber das ist das Outfit. Und das ist ja die Maske, das könnt ihr sehen. Und das kennt man hier und so. Und ja, dieses Video ist eigentlich ziemlich langweilig. Und ja, eigentlich nicht das, was man sonst so von meinem Channel so gewohnt ist. So. Aber da kommen natürlich ab sofort dann auch wieder die normalen Videos. Aber dieses Video musste irgendwie sein, weil ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen, dass Leute behaupten, ich würde hier faken und irgendwie Doppelgänger benutzen. Das ist nichts, was ich gutheißen würde und demnach muss ich das jetzt einmal klarstellen, dass wenn auf diesem Channel ein Axel auftaucht, dann bin ich das und kein anderer. Und wenn ich sage, dass auf dem Channel von der und der Person Axel aufgetaucht ist, dann bin ich das und auch kein Faker. Damit das klar ist. Ja, das ist das Problem, dass ich eine Maske tragen muss, dann fällt es halt ein bisschen schwerer, solche Sachen zu beweisen. Das ist der Nachteil einer Maske. Der Vorteil dieser Maske ist, dass ihr eure Augen behalten könnt und euch die nicht auskratzen müsst. Ja, Leute, kleines Geheimnis. Aber bald kommen wieder schöne Videos hier, nicht solche langweiligen Erklärungsbeweisvideos, bla bla. Bald kommt wieder richtig kranke Scheiße! Ja, Leute, das hier ist von einem bislang unveröffentlichten Video, was wahrscheinlich auch nie veröffentlicht wird. So, ins, so. Und jetzt gehe ich nach links. Aber ja, das habe ich auch alles hier. Und außerdem, Leute, hier, dieses Wochenende, diesen Sonntag, da gibt es wieder einen Livestream auf Instagram. So wie letztes Wochenende, das war es noch richtig cool. Waren auch einige von euch dabei. Und ja, das machen wir dieses Wochenende wieder. Also, Link in der Beschreibung zu Instagram. Da müsst ihr mich da abonnieren, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn der Stream losgeht. Und wenn der Stream dann losgeht, dann geht's so richtig los. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, geht ihr da drauf und dann, ja, dann könnt ihr mir Fragen stellen und könnt ihr mich beleidigen oder auch nicht. Oder könnt ihr lieb sein oder könnt einfach nur zugucken, was so abgeht. Auf jeden Fall geht's dann richtig ab. Und ich kleine Kinder.